Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online mit den beliebtesten Leveln am Sonntag und eurem Basti. Willkommen! So, wir schauen, was für Level wir heute am Sonntag spielen. Also für mich ist es nicht Sonntag, ich nehme das ein bisschen im Voraus auf. Es ist Freitagnachmittag, weil ich am Wochenende leider keine Zeit habe. Und ihr wollt aber eure Folge Super Mario Maker 2 online haben, das weiß ich, deswegen schauen wir mal. Refreshing, Musik, Automatik-Level. Es ist jetzt nicht so was Besonderes dabei bei den ersten 10 Leveln. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn hier? In einer Sekunde kann man hier durch. 99% haben das Level gemeistert. Wir schauen mal. Ich denke mal, da muss man nur rennen, rutschen und dann ist man am Ziel und das ist so ein Level. Braucht man definitiv nicht in den Charts, denke ich mal. Okay. Nee, definitiv brauche ich so ein Level nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Gleich weg. Also dass sowas muss verschwinden aus den Charts, das brauchen wir definitiv nicht. Refreshing müsste man eigentlich auch alles spielen und ein Bu geben. Ein Themenlevel. Einzelspieler. In 12 Sekunden kann man das schaffen. 66% Abschlussrate. Sieht nach einem Speedrun aus. Wir versuchen unser Glück. Der gleiche Stil, den wir gerade hatten. Mal sehen, ob es besser ist oder schlechter. Okay. Okay, Moment. Ich glaube, hier brauche ich auch gar nichts machen, oder? Also hier vielleicht. Okay, hier natürlich auch. Bei den Pfeilen sollten wir dann doch ein bisschen was machen. Da können wir reingehen, dann sind wir, glaube ich, auch schon durch. Aufbau war ein bisschen schöner, aber... Nee. Muss ich nicht nochmal haben. Lieber ein schönes Plattformlevel oder ein ordentlicher Speedrun. Das hier ist ja das gleiche, oder? Warum sind hier so viele japanische Level? Gegen die Zeit Lift Speedrun. 50 Sekunden, 37% Abschlussrate. Wir werden unser Glück versuchen. Mal sehen, wie wir uns anstellen. Auf geht's. Die Münzen werden mich jetzt schon wieder nerven, die wir da einsammeln. Aber Lift-Plattforming, 50 Sekunden ist ja dann doch ziemlich lang, ne? Und es gibt diesmal aber sogar einen Speicherpunkt. Wir müssen nicht mal zurück. Und diesmal bekommen wir sogar eine Sprungfeder, damit wir ein bisschen... Geschwindigkeit aufbauen. Aber irgendwie so richtig anspruchsvoll ist das jetzt auch nicht, oder? Na, vielleicht kann man hier bei den Zahnrädern sterben, wenn man sich einmal vertut. Es war nicht schlecht, aber es kriegt auch kein Herz von mir. Also da haben wir schon viel schönere Level gespielt. Kunst. Finde den Fehler. Rätsellevel. 53 Sekunden. Wir werden ein bisschen länger brauchen, aber wir werden uns zumindest anschauen, was für Fehler wir entdecken zusammen. Oder ob ich per Glück in irgendeine Röhre gehe. Start. Okay, Fragezeichen, Galumba. Hier ist die Piranha-Pflanze verkehrt rum. Das war noch relativ einfach. Aber hätte man sogar eine Chance bekommen, durchzukommen. So, hier in der Mitte ist ein Leben anstatt ein roter Pilz. Dadurch, dass ich ja eine Feuerblume habe, habe ich sogar zwei Chancen, hier durchzukommen. Deswegen hat man die wahrscheinlich am Anfang bekommen, ne? So, in der Mitte ist ein Feuerwagen. Ding, 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 ding. Münzen nehmen wir natürlich alle mit. Okay, Stern, Stern, Stern. Ähm,
Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Block, Block, Block. Ich denke mal, vielleicht eine Ranke, oder? Nee. Hier hinten der Blue Boss anders. Er hat nämlich Babys dabei. Und die anderen nicht. Hätte man vielleicht sogar gleich sehen können. Okay, Speicherpunkt. Dann würde wieder eine Feuerblume kommen, also zwei Chancen. So, Kanone, 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 mancher, mancher, Pfeil, Pfeil, Pfeil. Münze, 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 Powerballon, das Feuer sprüht auch nach oben. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Ah, hier liegt da. Hier liegt die Feder andersrum. Da liegt die Feder andersrum, genau. Ich vermute mal, ein Level dürfen wir noch haben. Okay. Eigentlich wäre es vollkommen egal, weil wir haben einen Stern. Eine Feuerblume. Also. Die drehen sich alle gleich rum. Der Schlüssel ist dort unten. Da sind zwei Münzen dahinter. Ich denke mal, einen Hintergrund dürfen wir nicht mit einbeziehen. Sterne sind, glaube ich, auch gleich. Ich bin gerade ein bisschen... Ah, ich weiß nicht so richtig. Piranha... Ah, Piranha-Pflanze hier vorne hat keine Flügel. Okay. Die Piranha-Pflanze hier vorne hat keine Flügel. Genau, das ist nämlich nur eine normale. Und es geht weiter. Okay, Powerblock und Pilz. Pfeil, Pfeil, Pfeil. Der Pfeil hier ist nach unten. Genau, und die anderen zeigen nach rechts. Jetzt müssten wir aber durch sein, oder? Das letzte. Last. Okay, eigentlich vollkommen egal, denke ich mal. Pfeil, Block, Bum, Bum, Stern, Feuerblume, so, warte mal, da ist irgendwas dort dahinter, das erkenne ich nicht so ganz, also Bum, Bum ist gleich, der Piballon ist auch gleich. Hier ist ein anderer Block dahinter. Hier ist ein Donut-Block, bei dem anderen ist ein fester Block. Denke ich mal. Genau. Aber wir hätten auch uns durch das... Dadurch, dass wir die Feuerblume gehabt haben, hätten wir auch einmal oder beziehungsweise zweimal durch diese Räder gehen können. Guckt mal, 53 Sekunden. Ich habe 3 Minuten und 27 Sekunden gebraucht. Aber egal... Gimmick, Menschen, Rätsellevel, Speedrun, Musik, Speedrun, Rätsel, Musik, Themenlevel, Cheap, Cheap, Chase. Speedrun, Musik, Einsichtspieler, I'm for First Place. Genau, da sind wahrscheinlich ganz gekonnte Sprünge, die wir hier kriegen müssen. Find the Difference haben wir gerade gemacht. Einzelspieler, 88%. Komm, wir gucken mal hier rein, was das für ein Level ist. Lift-Plattforming hatte ich heute noch nicht dabei. Hätte ich aber gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, gut. Okay. Was löse ich hiermit aus? Das sind verschiedene Figuren, so wie ich das sehe, oder? Einmal eins, einmal zwei. Die Freunde, ihr wird eine kleine Geschichte erzählt. Ihr wird eine kleine Geschichte erzählt. Zum Schluss sind sie glücklich vereint. Ich hätte jetzt vielleicht das Thema herausfinden sollen. Für mich sind das Roboter mit Armen. Oder irgend sowas. Schön gemacht. Spielerisch anspruchsvoll jetzt nicht wirklich, aber hat kein Buch verdient auf jeden Fall. Speedrun gegen die Zeit 37, in 15 Sekunden kann man das schaffen. 37% Abschlussrate, sowas ähnliches hatten wir heute schon.
Ach ja, ich bin noch nicht so überzeugt davon, dass das jetzt. Bin noch nicht so wirklich überzeugt davon. Ja, kann man machen. Kann man machen, aber nichts für uns, würde ich sagen. Oh, 100 Sekunden Speedrun, Bosskampflevel, Techniklevel, Power-Up-Quiz, Choose-Item. Da sind wir die Roboter. No one likes my level. Kurz und knackig. 88% Abschlussrate, 3%. Also wenn da schon steht, niemand mag meine Level, dann kann es ja eigentlich schon nur ein Windscreen-Level sein, ne? Ich glaube, die Person hat das mit Absicht gemacht, aber die sollte sich mal fragen, warum, weshalb, wieso die Level nicht geliked werden. Ich meine Level sind auch nichts Besonderes, gebe ich ganz ehrlich zu. Ihr könnt die gerne mal spielen, aber komm, gib mir noch ein Lift-Plattforming hier. Das ist hier ist überhaupt nicht dabei, so richtig. Und wir sind hier schon bei Level 50 angekommen. Jump Change Challenge. Ja, wahrscheinlich. Ach, tja, das ist mir zu wenig. 20 Casual Platforming. 11%, 28 Sekunden. Ja, da gucken wir auf jeden Fall mal rein. Da könnten wir vielleicht unser Glück versuchen, dass es ein anspruchsvolles und gutes oder optisch gutes Level ist. So. Ah, war schon mein Fehler. War auch mein Fehler beim ersten Mal. Der erste Versuch ist meistens der beste. Danach lässt man sich da hinreißen, Fehler zu machen. So, komm. Okay. Da habe ich die Lücke nicht gekriegt. Aber bis dahin ist eigentlich okay. Bis dahin ist eigentlich okay. Hier könnte man wahrscheinlich auch in einem Schwung durchkommen. Aber da muss ich, und da muss ich auch noch schnell sein. Ja gut, ich hätte eigentlich auf der Plattform bleiben können. Wäre mir nichts passiert. Ja. Ah ja, da würde man es mit einem Schlag durchschaffen, denke ich mal. Ah, hier muss ich ein bisschen. Ach, hier muss ich mich ducken. Der Pfeil ist doch da. Der Pfeil ist doch da. Ah, ich traue mich immer nicht da. Ich traue mich nicht so richtig. Ich bleib hier. Wir haben genug Zeit. So, wir haben genug Zeit. Wir haben auf jeden Fall den Speicherpunkt erreicht. Oh, da ist ein fieser Sprung. Ja, Leben gibt es drei, deswegen ist es nie so schlimm, dass man die Fahnenstange nicht oben erreicht. Ist in Ordnung. Ich habe schon wieder total schwitzige Hände hier. Das gibt es gar nicht. Ich müsste mal wieder einen Level-Up-Test machen, ja, damit ich ein bisschen. Okay, das war das erste gute Level. Komm, gib mir noch was Schönes. Power-Up-Quiz, Green Hill. Ja, Music, Speedrun. P4 and Sword 3 Speedrun. Ah, nee. Was haben wir denn hier? 6% Abschlussrate. Ich muss wahrscheinlich den Powerblock bis zum Ende mitnehmen, weil ich den dann am Ende irgendwo brauche, weil da mir eine Mannschaft im Weg steht oder so. Denke ich mal.
Ah, okay, okay, das ist... Zu zeitig. Das habe ich aber selber gemerkt. Das habe ich aber selber gemerkt. 29 Sekunden noch. Ich verzichte mal. Okay. Hätte ich den Speicherpunkt genommen. Ich wollte den nicht nehmen. Ich wollte den nicht unbedingt mitnehmen. Bis hierhin ist alles okay, auch immer noch 29 Sekunden. Das ist fies. Boah, aber jetzt am Ziel, oder? Nix machen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Hat mir echt gefallen. Und so weit sind wir gar nicht vom Rekord weg. Dadurch, dass wir nicht gespeichert haben. So, jetzt gib mir noch ein richtig schönes Plattform-Level. A thank you Level. Dankeschön Level. Speedrun, refreshing. Automatik, meine Güte, was ist denn hier los? Piranha Plattforming Pirell, Abschlussrate 5%. Ich würde sagen, in 46 Sekunden schafft man das. Das als letztes Level, wenn es richtig gut ist, kann ich mitleben. Da gibt es sogar einen Pilz. Ah, da habe ich nicht gesehen, dass ich... was gibt's dort oben? Was gab's dort oben? Oben wäre auch noch irgendwas gewesen. Ist nochmal ein Pilz. Das ist ja ein schön aufgebautes Level, oder? Was sagt ihr denn? Da unten wäre eine 50er. Da wäre eine 50er drin gewesen. Nee? Oh, gibt sogar eine Feuerblume. Oh Gott, okay, den Speicherpunkt nehme ich nochmal mit. Dann gibt es hier noch wahrscheinlich nochmal eine Feuerblume, ne? Ja. Gott sei Dank bin ich da nicht als einziger gestorben. Und jetzt gibt es nur einen Pilz, ne? Jetzt wird's schwieriger. Den Pfeil, dass es da nach links geht, habe ich jetzt etwas zu spät gesehen. Na gut, man könnte auch hier drüber klettern. Eigentlich nicht schwer, denke ich mal, aber ich denke mal, hier sind die meisten gestorben. Hier kann ich auch nicht reingehen. Hä?
Okay, ich dachte schon. Da oben ist mit Sicherheit ein Leben versteckt oder eine 50er Münze. Ich glaube, wir sind durch. Jo. Das ist ein Level, was definitiv weiter nach oben gehört, weil es wirklich richtig schön war. Und da gab es wahrscheinlich so viel zu entdecken, da wir haben gar nicht alles gesehen, so richtig. So, komm, ein gutes Level noch. Kaizo möchte ich nicht. Links vor Power Minigames. Kurz und knackig, was ist das denn hier? 97% Abschlussrate. Einfach nur ein Ziel? So eine Level müssen weg. Was soll das? Wie kann ich so eine Level hochladen? Ich vergebe heute ziemlich viel Boost in der Folge, muss ich sagen. Aber ist okay, komm. Speedrun gegen die Zeit. Machen wir noch einen Speedrun zum Schluss. Ich hätte noch ein Platforming-Level gern, aber wir sind schon so weit, guckt mal. Wir könnten ja mal bis zur 100 runtergehen. Ich glaube, mehr gibt es sowieso nicht, genau. Okay, Hylos Garden. 20 Sekunden Cloud Speedrun. Komm, 6%, den nehmen wir noch. Das ist unser letztes Level, aber wirklich. Dann haben wir alle 100 Level mal durchgeschaut, haben ein paar schöne gespielt. 20 Sekunden Sky Platforming, auf geht's. Also die Dings am Anfang war. Hätte ich die mitnehmen müssen, damit ich Speed bekomme? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Es stimmt der ganze Abschnitt nicht mehr. Warum muss ich da eigentlich bremsen, damit ich da drüber komme? Ah. Ist das einfach nur schlecht programmiert? Jetzt bin ich durchgekommen. Manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht. Also irgendwie. Irgendwie triggert mich das Level gerade ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auf jeden Fall die Feder am Anfang ist total sinnlos. Die bringt überhaupt nichts, weil ich weiß nicht, ob ich den Speed brauche. Ja, irgendwie passt das zeitlich absolut überhaupt nicht. Das ist. Nee, das ist irgendwie, ist das so überhaupt nicht richtig abgestimmt aufeinander. Es ist irgendwie nicht so richtig. Ah, toll. Ist irgendwie passt das nicht so richtig. Naja, gut. Oder ich spring wirklich zu
rechtzeitig ab. Ja, okay, gut. Es ist doch gut abgestimmt. Ich habe mich einfach irgendwie da so ein bisschen verleiten lassen und bin ein bisschen zu früh immer abgesprungen. Okay, gut. Ich nehme alles zurück. Das war's für diesen Sonntag. Wir sind durch. Gibt nichts mehr. 98, 99, 100. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.